Hey, Leute, willkommen zurück zu Dokkan Battle. Was? Schon wieder? Rabbit, schon wieder? Lass das Mikrofon unten, Mann. Schon wieder ein Opening? Du hast doch erst vor kurzem ein Opening gemacht, hier, bei Super Saiyan God Goku. Und das war richtig geil. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch unbedingt ansehen. Und am Hauptaccount auf Global habe ich auch ein Zamasu Opening gemacht, ein Trunks Opening, beide Openings auf der Endcard verlinkt. Das heißt, nach dem Video, wenn du noch immer nicht genug davon hast, von Openings, schau sie dir unbedingt an, drück einfach drauf danach. Aber jetzt erstmal, was haben wir denn hier? Super Dragon Ball Heroes Banner. Da krieg ich die Tür nicht zu. Warum? Wegen dem hier. Leute, ich bin ein riesen Kamba-Fan. Guckt ihn euch verdammt nochmal an. Alter, ist der geil. Den will ich haben. Es ist mir komplett scheißegal. Ob der neue Kamba zum Beispiel oder der neue Fu, was übrigens auch geil aussieht mit seinem Super Saiyan, oder der neue Golden Cooler, oder der neue Trunks Gen, die haben so komische Namen. Ne, das müsste Vegeta sein. Vegeta und Trunks. Vegeta? Ihr könnt euch selbst die Namen kombinieren und hier auch einfach eine Fusion. Richtig geil. Es ist mir so was von egal. Ob die stark sind oder nicht, ob man die gut spielen kann oder nicht. Wir haben auch Xeno hier dabei übrigens, ne? Und die Fusion hier. Oh, es läuft. Es ist mir komplett egal, ob die stark sind oder nicht. Ich will sie haben. Warum? Sie sehen Affentitten geil aus. Wie gesagt, guckt euch den Kamba an. Das ist einfach geil. Ich finde diesen Kamba cooler und besser. Meine Meinung, meine persönliche. Besser als Broly. Wenn du auch der Meinung bist, schreib's gerne mal in die Kommentare. Kamba oder Broly? Ich bin Kamba-Fan. Und Leute, ich habe so Bock drauf, die zu ziehen. Deshalb werden wir 4 Ziehungen machen. 200 Free-to-Play-Stones werde ich jetzt rausballern. Denn, warum Free-to-Play? Ich habe hier noch nie auf dem japanischen Account das gekauft. Und wie ihr von einem Level seht, ich habe auch nie gespielt richtig. Ne? Das heißt, alles ist durchs Einloggen nur. Richtig geil in Dokkan Battle. Los geht's, Genki Dama Power. Wir wollen Kamba ziehen. Oh, bitte, 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 Shenlong. Bitte, Dende. Lass mich Kamba ziehen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Rainbow-Schrift. Kamehameha, raus damit. Ja, komm schon, komm schon. Lass es bitte wieder so geil werden. Wie beim letzten japanischen Account. Opening, und es geht schon los. Einer der Neuen. Ich wünschte, ihr könnt japanisch lesen, euch den Namen sagen. Er sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Diese Overarme. Oh ja, Baby. Das ist eine richtige Boss-Transformation. Sachen gibt's. Auf jeden Fall richtig geil, freue mich schon. Erstens schon gepult, läuft bei uns. King Cold ist mit dabei. Waifu Power auch am Start. Was haben wir noch? Krillin? Nee, danke. Nee, danke. Yamcha, oh Gott, bitte geh weg. Geh weg. Der Pflanzenmann. Der Pflanzenmann, Sterber. Was haben wir noch? Zabon habe ich auch nicht um. Müsste eigentlich theoretisch auch eine garantierte SSR sein. Also SSR. Ein, Dabura alias Dabra. Richtig geil. Ich feier Dabura. Ich feier ihn. Schwerttypi, Höllenfürst. Wow! Und Fu ist auch mit dabei. Es läuft. 2 der 9 im ersten 50er Zeitkristalle. Stones Pool. Falsches Game. Richtig geil. Er hier mit dabei hat bisher nur eine Entwicklungsstufe, wie ihr seht. Er glitzert nur ein bisschen. Bekommt aber sicher auch mal sein Dokkan Awakening. Ne? Hoffe ich mal. Richtig geil. Direkt mal sperren. Feier ich. Ich feiere diese, ihr seht es rechts unten geschrieben, Super Dragon Ball Heroes Charaktere enorm. Enorm. Ich will die auch auf Global haben. Ich hoffe, die kommen auch, aber theoretisch schon. Und wir haben hier Fu, der sich sehr wohl Dokkan erwecken kann zum Super Saiyajin Hare Fu. Richtig nice. Richtig nice. Feier ich. 2 davon haben wir schon gezogen. Richtig, richtig geil. Mega nice. Wenn du auch einen japanischen Account hast und auch gezogen hast bei diesem Banner, schreib mir gerne mal rein. Was hast du denn gezogen? Und wenn du keinen japanischen Account hast, warum nicht? Das dauert 2 Minuten und du hast auch einen. Ganz einfach. Wie das geht, werde ich dir auch auf der Endcard verlinken. Wenn ich es nicht vergesse, habe ich ein 3-Minuten-Tutorial gemacht oder so. Schaut da gerne rein. Aber wir ziehen hier erstmal weiter, denn wir wollen natürlich Kamba. Ich will Kamba, Leute. Ich brauche meinen Kamba. Los geht's. Wir haben ein bisschen Schiss, dass wir ihn nicht ziehen, ne? Aber ich glaube an die Kraft
der Community Genki-Dama. Ja? Und wir haben immer Rainbow-Schriftsteller, natürlich, weil wir immer eine garantierte SS-Rare haben von diesem neuen Banner. Ja? Wir ziehen immer mindestens einen am Ende von Super Dragon Ball Heroes. Es beginnt aber erstmal mit Freezer, der mit dem nackten Finger auf uns zeigt. Finde ich nicht gut, Mann. Finde ich nicht gut. Nee. Oh! Nochmal der gleiche? Oh. Ist natürlich nicht schlecht, um sein Hidden-Potenzial zu erwecken. Aber ich hätte halt lieber gern neue, ne? Aber trotzdem geiler Bonus. Kamera ist wieder unscharf. S. Fuck! Xeno-Goku. Nehme ich auch. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den schon habe. Richtig geil, aber Xeno Super Saiyajin 3 Goku. Nice. Nehme ich. Vegeta mit dabei. Sind wir noch? Von der Bojack Armee. Diese Rares sind halt so, naja, Raditz, ja. Und ein Roshi ist cool mit seinem Stäbchen. Und nochmal. Dreimal haben wir ihn jetzt gezogen. Ist noch nicht am Ende. 4 SSR. Es läuft. Der nächste ist am Start. Ihr seht die Potara-Ohrringe. Nice. Auch er hier ist ja mit dabei. 4 SSR und alle aus dem neuen Super Dragon Ball Heroes. Den haben wir noch nicht gesehen. Super Dragon Ball Heroes steht auch hier dabei. Wie sieht er verwandelt aus? Nice. Sehr schönes Kamehameha. Was haben wir noch? Wir haben hier noch den gezogen jetzt, genau. Der hat, glaube ich, auch ja keine... Ne, der hat auch keine weitere Stufe. Sieht trotzdem cool aus. Ich mag diese Haarfarbenkombination aus diesen Trunks. Weiß-Blau. Und natürlich dem Schwarz von zum Beispiel Gohan oder Vegeta. Ist nice. Ich kann mich bisher nicht beschweren. Ne? Wie es so schön heißt, beschweren kann ich mich da eher weniger. Ne? Wir machen sofort weiter. Los geht's. Genki-Dama, bitte. Schickt mir alle eure Genki-Dama. Ich brauche Kamba. Bitte. Ich hätte so gern Kamba. Bin ein großer Kamba-Fan. Okay, los geht's. Bitte. Mach keinen Scheiß, Alter. Gib uns das, was wir brauchen. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Sehr gut. Wir haben schon mal einen Frosty mit dabei. Universum 6 muss jetzt nicht sein. Bojack Armee muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Trunks ist schon wieder. Ist okay. Ich mag sein Schwert. Wie gesagt, ich finde das cool. Ciao, Su. Mit nur einem Haar, ihr wisst Bescheid. Oh, ich dachte kurz, wir haben ein Fake-Out. Nail ist auch mit dabei. Kamera, hör mal rumscheißen hier. Meine Fresse. Sie stellt nicht scharf. Und dann ziehe ich Mr. Satan. Ey, ich glaube, jetzt reicht's dann, ne? Meine Fresse, diese Kamera. Okay, weiter geht's. Bulma. Ist cool mit der Knarre, aber... Yachirobi bringt uns eine Sensu-Bohne. Bardock ist auch mit dabei. Wird das erste Mal, dass wir nur eine SSR ziehen? Und den haben wir jetzt schon? Ja, shit! Ah, wo ist mein Kamba? Leute, ich brauche mein Kamba. Bitte! Ich werde nicht mehr ausgeben als 200 Stones. Nein. Warum? Dafür sind mir die Helden... Soll man sagen, ich hätte gern lieber LR-Helden, wo ich meine Stones ausgebe, also LR-Banner. Und nicht Banner, wo halt nur Helden drin sind, die ich cool finde, ne? Aber jetzt wahrscheinlich nicht die stärksten sind, was, wie gesagt, komplett egal ist. Ne? Aber mehr als 200 Stones will ich da halt echt nicht ausgeben. Das ist mein Problem. Ne? Also nochmal, Xeno Goku. Ja, er sieht cool aus mit seinem Kamehameha. Kann man ja nicht meckern. Ne? Man kann ja nicht meckern. Aber du bist nicht Kamba. Apropos, ganz kurze Diskussion, bevor wir den letzten Pull machen. Viele sagen, Kamba, der mit den langen schwarzen Haaren, so wie Raditz, wenn er in den Super Saiyajin geht, ist er ein Super Saiyajin 3. Ich denke aber, das stimmt nicht. Weil wenn Raditz in den Super Saiyajin geht, hat er genauso extrem lange Haare bis zum Boden, weil die hat er sowieso in der Gold-Gelb-Farbe dann, wie der Super Saiyajin 3, aber es ist kein Super Saiyajin 3. Es ist Super Saiyajin 1, denke ich mir. Was sagt ihr dazu? Ist Kamba Super Saiyajin 3, wenn er in den Super Saiyajin geht, oder 1? Würde mich echt mal interessieren, was so eure Meinung ist, denn da spalten sich wirklich die Seiten, ganz ehrlich. Also manche Leute sagen, ja, und dann sagen, nein, bist du dumm? Ich sag Super Saiyajin 1, warum auch noch dazu übrigens, Super Saiyajin 3 verbraucht viel zu viel Energie. Das macht keinen Sinn. Es ist viel schlauer, im Super Saiyajin 1 oder 2 zu kämpfen und nicht im 3er. Der braucht viel zu viel Energie. Das ist eine kampftechnisch gesehen blöde Form. Aber Leute, wenn wir jetzt den letzten Pull machen, ich setze meinen Scouter auf.
Ich bin übrigens auf eure Meinungen gespannt, ne? Leute, mein letzter Pool, was sagt er uns? His power level exceeds 5000. Ein 5000er Power Level? Okay. Bitte, Kamba, hast du dieses hohe Power Level? Kannst du es schaffen? Ich bin gespannt, Leute. Wir haben schon richtig viele SSR gezogen. Ich kann mich ja echt nicht beschweren. Aber, bitte, Kamba. Wir haben Fu gezogen. Geil. Wow, Gott ist da. Scouter hat es wieder gebracht. Super Saiyan Gott ist da. Okay, wir geben ihn einen Piccolo in Rare. Ich hab Schuh halt. Yes, baby. Da ist er. Ich sag's euch, der Scouter, ne? Der bringt es. Gerade hinsetzen. Nice! Kamba ist am Start. Feier ich so hart diesen Saiyajin. Mein Lieblings-Saiyajin. Abgesehen halt natürlich von Gohan, ne? Aber geil. Okay. Aber wir bekommen vielleicht noch was, ne? Am Ende bekommen wir immer noch eine SSR. Und wir hatten die God-Animation. Mr. Satan. Verpiss dich. Immer noch. Nee, danke auch nicht. Was? Die Fusion kenne ich aber auch nicht. What the fuck bist du denn? Hä? Leute, was ist das denn für eine Fusion schon wieder? Oder Entwicklung? Haut's mal in die Kommentare. Kann leider nicht lesen, ne? Die japanische Sprache. Den hatten wir es leider schon 3-4 Mal. Und das war der letzte. Okay. Aber richtig geiler letzter Pool noch. Nicht nur Kamba gezogen, sondern auch noch einen neuen. Okay, wir gucken mal ganz kurz nochmal rein, weil ich es einfach genießen muss. Das hier, Leute, ist jetzt mein Super Saiyan Kamba. Scouter hat's mal wieder gerissen, ne? Mega, mega nice. Da freue ich mich echt den Arsch weg. Wie gesagt, es ist mir komplett egal, ob er schwach ist oder nicht, ne? Das ist einfach nur ein geiler Held. Und der hier sieht auch sehr interessant aus. Was bist du für eine Mischung? Was ist das? Eigentlich ist es ja... Ist es nicht die Rüstung von Xenovegeta? Nee. Was genau bist du? Ich wünschte, ich könnte lesen, was da steht. Leute, wer ist das? Schreibt's in die Kommentare. Ist das eine Fusion oder eine Entwicklung? Ne? Eine Steigerung? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. In der ersten Form sieht ja aus wie Vegeta. Ist es Vegeta einfach im Super Saiyan 3 dann? Haut's mal rein. Haut's mal in die Kommentare, Leute. Rabbit ist mal wieder verwirrt. Ich bin aber arsch happy mit meinem Kamba. Und da mit diesem wunderschönen Bild werde ich auch das Video jetzt beenden. Wer es nicht gesehen hat, heute gab es auch schon ein Dragon Ball Legends Video. Ein kurzes, sehr wichtiges Video. Schaut da jetzt rein, drückt einfach drauf. Oder auf meine letzten, auf meine Playlist mit den letzten Openings aus Dokkan Battle. Und natürlich das kleine Mini-Tutorial, wie bekommst du einen japanischen Account? Abonnieren nicht vergessen, haut rein und ciao.